Was nämlich ärgert, ist, dass sehr, sehr viele Menschen nicht bereit sind, Sätze im Zusammenhang zu lesen. Dabei waren die Absätze gar nicht mal so lang, die ich ausgeführt hatte. Ich hatte mich bezogen auf Äußerungen auf Twitter von einem gewissen Axel Steyer. Er ist ein sogenannter Seenotretter und nicht irgendeiner, sondern eine sehr, sehr prominente Person. Und er hat sich da bei Twitter dazu eingelassen zu sagen, dass die Weißbrote, und das sind aus seiner Sicht die weißen Menschen oder Menschen mit weißer Hautfarbe und insbesondere die Deutschen in 50 bis 100 Jahren aussterben werden. Das ist die Evolution. Er ist für die, er nennt es Enthomogenisierung der Menschen hier. Und die Migration nach Deutschland soll dazu beitragen, dass jedenfalls Deutschland enthomogenisiert wird. So, das habe ich zur Kenntnis genommen und habe festgestellt, wenn man Menschen nach Weißbroten und offensichtlich anderen unterscheidet, Menschen aus dem Ausland nach Deutschland bringen will, damit die, wie er bezeichnet, Weißbrote verschwinden, dann ist das ein rassistischer Ansatz. Das ist eine rassistische Position. Und wenn ich hier sage, das ist hier Rassismus, dann ist das die Haltung, ich sage mal, eines Staatsanwalts, der Ankläger ist. Ich klage an, wir haben es hier mit einer linksgrünen Strömung zu tun, die offensichtlich eine rassistische Motivation hat. Das wollte ich mit dieser Aussage zum Ausdruck bringen. Und ich erwarte, dass sich meine Partei, aber auch, dass die Gesamtgesellschaft sich mit diesem Thema einmal beschäftigt, dass die Migration nach Deutschland von maßgebenden Figuren der Flüchtlingsszene nicht deshalb stattfindet, um Menschen zu helfen oder, ich sage mal, um Hochqualifizierte ins Land zu holen, sondern es geht letztendlich darum, dass diese Migranten, so wie dieser Mann sagte, der Enthomogenisierung dienen. Und das ist ein Skandal. Das ist ein sehr, sehr großer Skandal, der hier noch nicht mal als Skandal wahrgenommen wird, sondern derjenige, der das ausspricht, also wie ich, der Ankläger, der wird als Skandal wahrgenommen. Da muss ich an Tucholsky denken. Derjenige, der auf den Dreck hinweist, wird als gefährlicher angesehen als der, der den Dreck gemacht hat. Und so kommt es mir vor. Ich weise darauf hin, dass wir hier einen Skandal haben. Aber anstatt, dass die Öffentlichkeit sich meiner Worte annimmt und darüber diskutiert, werde ich angegriffen. Und das finde ich als ungehörig, unfair, perfide.